für ein Ding? Das ist das, was ich dir schon mal erklärt habe. Achso, was ich nicht begreife, ja. Nee, was du einfach nicht benutzt? Einmal zurück und abladen. Was essen muss ich, sonst verhungere ich gleich. Gegessen. Jetzt hat er alles überdrängt. Ah ja, schon wieder Campfeuer und Lagerfeuer. Egal. Oh, ist schon entleert. Plumpy und seine Butze anzünden. Haben wir auch noch genug. Er ist noch im Mittelalter. Meinst du? Klar. Dem fällt das noch nicht mal auf. Wenn er wiederkommt, denkt er auch nur, oh Mensch, hat jemand lackiert? Und wieder am Bauen. Ich kann noch nicht mal meine Sachen dadurch reparieren. Ja, dann brich's halt ab. Ich hab das nicht gelernt, deswegen. Du kannst es doch aber auch trotzdem abbrechen. Ja, das bringt nicht. Wir brauchen ja die Patronen. Reparieren kann ich auch später. So, mal da Bäume fällen. Gibt keine Bäume mehr, Leute. Ach doch, ein paar gibt's noch. Doch, was sagt sie jetzt doch? Nur um uns zu beschwichtigen. Ist das Brauchholz? Ich hol doch schon Holz. Junge Muffler, das muss ich erstmal mental verabschieden. Holzkohle brauchen für Schießpulver. Wir brauchen es. Habt ihr gehört? Genau, es hat Spaß mehr hier. Ist Blanco Jans. So, was brauchen wir denn nicht? Flampi wird abrekrutiert. Ja. Er muss mit. Bambi hat anzutreten.
Oh, ich glaube, mein Mausbiber ist ein bisschen voll. Zambi, morgen 0900, antreten. Weiß Bescheid. Da schläft er doch noch. Naja, und da muss ich ihn andauernd anschreien, damit er in seinem neuen Stuhl nicht einpennt. Ach, hier stimmt, ich kann das ja hier gar nicht reparieren lassen. Jetzt kann er wenigstens wieder ein bisschen laufen. Wie viel soll er antreten? 0900. Okay. Okay, wir machen 1200 raus. Ja, ich meine ja nur, ne? Ja, ich weiß, um 9 penne ich eh selber noch, wenn ich gerade arbeiten muss. Oder ich aus dem Bett falle irgendwie. Oh, einmal abladen, bitte. Ey, wir haben noch nicht mal mehr Chitin. Alter! Ist doch nicht dein fucking Ernst. Da muss ich wohl auch noch Chitin holen. Was für eine kranke Scheiße. Wir haben irgendwie alles leer gemacht. Alles weg. Lampi, du musst jetzt schon antreten. Auch gleich noch ein bisschen Fleisch holen. Alter Falter. Ach nee, Keratin und Chitin sind ja nicht selbe. Ja, ist das gleiche. Ach so, na gut, dann kann ich ja doch nebenbei noch ein bisschen Fleisch holen. Da ist da ist noch einer. Das kannst du machen, Schatz. Das kannst du machen. Ohne Probleme. Zum Glück wachsen die Bäume hier recht schnell nach, Lambi. Wo kriegt man jetzt hier ganz schnell Insekten her? Aber hier oben waren Ameisen. Geht das auch? Ja. So oben hatten mich vorhin welche ins Visier genommen. Dazu dem... Nee. Wollte ich hier hinten eigentlich? Oben ja, da oben hin. Wollte ich hier? Hier sind 3 Ameisen. Wo ist er denn? Wo ist mein Mann? Ach, da. Frosch. Komme ich nämlich wenigstens gleich Zement mit raus. Da sind 3 dieser kleinen Mistviecher. Ah, da. Ja, da. Kriegst vollprozentiges Chitin raus, Fleisch und Zement mit. Okay. Der Vorteil an einem Frosch. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, also. Sorry. Hier fehlt irgendwie die Textur. Oh, mein Mann reitet auf mir. Quack. Quack. Weiß nicht, ob es hier noch Insekten gibt. Oh, mal geguckt. Aber viel Fleisch gibt's hier auch nicht. Nee, und schon gar nicht die. Oh, doch, da sind Stego.
Die haben ja auch Chitin. Schade, dass es hier nicht so ein Redwood-Viertel gibt. Da weißt du, dass du jede Ex und Vieh hast. Nee, ich hab die ja nicht mit. Kettensäge. Hot Blue. Weißt du, wenn man die Viecher nicht braucht, ne? Dann sind sie überall, aber wenn man sie braucht, findet man sie nicht. Ja, du kannst da selber hingehen. Ja, du kriegst da eindeutig ein bisschen mehr raus wie ich. Aber Fleisch brauchen wir ja auch. Und daher, das schon. Darf ich vorstellen? Betsy. Eine getreue Liebe, ey. Versagt nie, außer wenn die Munition leer ist. Ja gut, das ist dann aber wieder was anderes. Da kann sie dann auch nicht mal was dafür, wenn du nicht nachlädst. Kann sich selbst nachladen. Hm, schön wär's. Ach, so eine Betsy goldenes mit Magazin rein, fertig. Ich wollte gerade sagen, Betsy mit 200 Schuss oder so. So, einmal abladen. Wenn man diese Viecher braucht, ne? Weil man an ihre Chitin-Panzer will, weißt du? Da sind sie dann futsch. Da stecken sie sich. Da krümeln sie sich. Die wissen ganz genau, dass du da an ihr Zeug willst. Einmal so viele Raptoren auf einem Platz, ey. Teil für die Skorpizucht, ja. Könnte man das auch machen. Zwei rote Alpha-Rechse. Ich glaube, da kriegst du keinen Chitin raus. Aus den. Klein. Ja, siehst du, jetzt versagt Betsy dran. Hey, Lewitzka.
Und die beiden noch was essen. Njam, 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 njam. Hm. Stimmberries rein, weil sonst mache ich gleich schlapp. Die mich hier zurücksetzen. Ne? Ja, das ist leicht. Es liegt daran, dass das Plumpy auf seinem neuen Stuhl voll auf der Leitung hängt. Ich glaube, du hast da Wölfe in der Nähe. Ja. Ich habe ja meine Beute schon. Von daher alles gut. Bin ich mir nur kreuzweise. Gut gemein. Guck mal, das habe ich gerade mit deinem Freund gemacht. Mit dem mache ich das Gleiche. Und ihr wisst, was auf sie zukommt. Du bist aber nett. Meine Dings ist alle, das ist doch nicht wahr. Ah, die Kettensäge ist Olli. Hatte ich nicht noch Benzin mit? Ach! Manu. Mann, was ist denn da draußen schon wieder los? Also wir waren's nicht, wir waren live hier. Oh, Plumpy kann's bezeugen. Mhm. In der Zeit, wo er mal wach war. Ja, in der Zeit, wo er geschlafen hat, sind wir los und haben... Was zwar selten war, aber... Ja, der Stuhl ist halt so bequem, er ist anscheinend einschläfernd. Ich bin auf dem Stuhl noch nicht eingekommen. Ach, mein Papa schafft das auch.
Egal. Ja, er ist gut tot. Wir müssen hier mehr bauen. Oder ist die einfach schon wieder kaputt? Ja, die ist kaputt. Wie ist denn das denn?